die Zelltherapie ist eine neue Form von Zelltherapie mit eigenen genetisch veränderten Immunzellen, die spezifisch Krebszellen erkennen und bekämpfen können. Die CAR-T-Zelltherapie wird heute bei Lymphdrüsenkrebs, Lymphomen eingesetzt, speziell aggressiven Lymphomen wie das diffus großzellige B-Zell-Lymphom oder das Mantelzell-Lymphom, nicht als Primärtherapie, sondern als Rezidivtherapie. Es kann auch bei der akuten lymphatischen Leukämie bei jungen Erwachsenen oder Kindern bis zu einem Alter von 25 Jahren eingesetzt werden, auch wieder im Rezidivfall. Für weitere Erkrankungen wie die chronische lymphatische Leukämie wird es erprobt und für das Multiple Myelom erwarten wir in Kürze sogar eine Zulassung. Zuerst werden die eigenen T-Lymphozyten des Patienten gewonnen. Das geschieht mit Hilfe einer Apherese, einem Gerät, das ähnlich wie die Dialyse das Blut ableitet vom Patienten zum Gerät. Dort die weißen Blutkörperchen, speziell die T-Lymphozyten, separiert und den Rest des Blutes wieder zum Patienten zurückführt. Diese entnommenen T-Lymphozyten werden dann weggeschickt in ein spezielles Labor und genetisch so verändert, dass sie Krebszellen erkennen können. Der Patient bekommt später diese T-Lymphozyten als Kurzinfusion über einen zentralen Venenkatheter zurück. Zuvor kriegt er eine milde Form von Chemotherapie, die die eigenen nicht genetisch veränderten T-Lymphozyten verringern soll, damit die genetisch veränderten T-Lymphozyten sich besser entfalten können und besser wirken können.